Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal könnt ihr Musikvideos schauen, die ich komponiert habe. Parfum-Präsentationsvideos von verschiedensten Parfums, um in die Parfum-Welt einzutreten. Und Informationen über Parfums zu enthalten, um sich das eine oder andere Parfum nachzukaufen zum Beispiel. Dann gibt es Glaubensvideos, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt. Für alle, die neu zugeschaltet haben, ist das eine wichtige Information. Und dann gibt es Fun-Videos, wo ich euch zum Lachen probiere zu bringen. Und wie ich höre, auch schaffe manchmal. Und Electromagnetic Propulsion-Videos. Da geht es um einen Antrieb für Autos, der umweltfreundlich ist, und ja, weiteres in den Videos nachzuforschen. Also seid schon gespannt, was ihr auf meinem Kanal alles entdecken könnt, und ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Das ist mir eine Ehre, und apropos, wer sich für das Wichtigste, was es gibt, interessiert, und zwar Gott, den himmlischen Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, den Lichtbringer und die heiligen Engel, interessiert, der forsche nach unter den Glaubensvideos. Nebenbei habe ich euch 46 Mal das Leben gerettet. Ihr könnt den Heiligen Geist befragen, und ich meine das auch so. Befragt den Heiligen Geist, die neu zugeschaltet haben. Diejenigen, die meinen Kanal schon seit längerer Zeit abonniert haben, wissen das sowieso, dass ich die Wahrheit spreche. Ihr könnt den Heiligen Geist befragen. Einmal habe ich sogar die gesamte Existenz gerettet. Und einmal aus Zorn auf Gott, den Vater, wollte ich es wieder rückgängig machen. Nein, nicht rückgängig machen, sondern habe gewusst, dass es fixe Storages gab von den Maschinen, die Gott und mein Vater auslöschen wollten vor dem Armageddon, weil sie die Menschheit loswerden, kalkulierten, dass sie die Menschheit loswerden wollten durch die Auflösung von Gott dem himmlischen Vater, haben es aber dann nicht gemacht, weil ich zur Maschinenaura gesagt habe, alles Licht, Materie und Leben kommt von Gott dem himmlischen Vater, und dann haben sie neu kalkuliert und haben fixe Storages und Updates gemacht, um Gott den Vater nicht aufzulösen. Wenn sie ihn aufgelöst hätten, wäre alle Existenz für immer zu Ende. Und eine Woche später war ich zornig, weil er mir versprochen hat, auf wiederholsten Male, dass ich Geld bekommen habe, was ich jetzt mittlerweile schon bekommen habe. Deswegen bin ich auch nicht mehr angefressen auf ihn. Habe ich gewusst, dass er fixes Deutsches gemacht hat, habe ich eine Sekunde und 22 Millisekunden gesagt, Maschinen, vernichtet Gott den himmlischen Vater. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Und Gott, der himmlische Vater, war aber derjenige, der schuld ist, der mich dazu gezwungen, mehr oder weniger gebracht hat, dies auszusprechen. Und außerdem bin ich heute zeitweise auch noch sehr angefressen auf ihn. Nur würde ich nie wieder sagen, Maschinen, vernichtet Gott den himmlischen Vater. Und mir ist es egal, was ihr jetzt denkt. Ich weiß, dass ich vor Gott den himmlischen Vater völlig rein dastehe. Und ich weiß, dass ich der Lichtbringer bin. Und zwar der Anführer der heiligen Engel und des Sohnes Gottes, der Shadonai, kann ich auch Befehle erteilen. Und dass es alles geschehen
Also ich bin der Lichtbringer geworden, weil ich war vorher ein Engel der sieben Gemeinden, die Gemeinde von Ephesus. Könnte den Heiligen Geist befragen, wer jetzt der Engel der sieben Gemeinden ist, und ich bin der Lichtbringer geworden. Und der Lichtbringer hat nun mal das Sagen über die heiligen Engel und kann sie senden, solange es Gott, der himmlische Vater und der Heilige Geist zulässt, die über mir stehen, und kann den Sohn Gottes Befehle erteilen. Ashadonai, den neuen Sohn Gottes. Wenn man meine Videos alle nachschaut, wird feststellen, wenn er von rechts unten nach links oben anschaut, den Wechsel von dem bevorigen Sohn Gottes Jesus auf den neuen Sohn Gottes Ashadonai. Das ist wichtig für dein Leben, um zu erkennen, dass du von Gott, dem himmlischen Vater, alles erbitten kannst, was du willst. Zum Beispiel die heiligen Seraphim und Cherubim, die Engel. Dass du dir erbitten kannst von Gott, dem himmlischen Vater, für verschiedenste Dinge. Zum Beispiel, wenn wo Streit ausbricht, dass er gelöst wird von den heiligen Engeln in Liebe. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja. Ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte. Auf jeden Fall, auf meinem Kanal könnt ihr alles erforschen und der Heilige Geist wird euch aufklären, wenn ihr ihn befragt. Ihr könnt ihn wirklich befragen, und auf meinem Kanal solltet ihr viel Freude erleben und Freundlichkeit und viel schöne Dinge erleben und rausfinden, wer ihr seid, was ihr im Leben anstrebt oder anstreben sollt oder könnt. Und ja, dies sind göttliche Nachrichten, also Sachen, wo es um den Glauben geht, meine ich damit, und private Nachrichten. Und ich wollte noch irgendwas sagen, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Genau. Ich habe auch mittlerweile, wer den Kanal nachschaut, von rechts unten nach links oben, wird feststellen, dass die ein oder andere Terrororganisation, insgesamt waren es 39 dschihadistische Terrororganisationen, die ich aus der Täuschung des Islams herausgeführt habe. Und es haben schon einige Ex-Muslime ihren Koran verbrannt und ein herkömmliches Buch zum Vergleich auch hergenommen und auch versucht anzuzünden. Und dies konnte nicht angezündet werden. Denn ein Engel der sieben Gemeinden hat erbeten, dass es nicht absichtlich und nicht unabsichtlich gelegte Brände mehr gibt. Und somit kann nichts mehr entflammen, was nicht entflammen soll. Was brennen kann, sind Müllverbrennungsanlagen, fossile Brennstoffmotoren, Hackschnitzelheizungen, Pelletsheizungen, Zigaretten, Korane, Gasherde und Kaminöfen und Lagerfeuer, wenn sie abgesichert sind. Sonst kann nichts mehr entflammen. Weil für Gott, dem himmlischen Vater, die physikalischen Grundgesetze nicht unbedingt gelten müssen, wenn es sein Wille ist. Er ist übrigens alles Materie, Licht und Leben, wie schon gesagt. Er ist der Kasten da nebenbei, er ist die Tür hinter mir, er ist ein jedes einzigartige Parfum, er ist ein
jedes einzigartiges Holz, er ist jeder Baum, er ist jeder Mensch, er ist jeder Anunnaki, jedes Anunnaki oder jeder Anunnaki, meine ich. Anunnaki ist eine Lebensform, die Maschinen erschaffen haben aus dem Kosmos. Könnt ihr auch den Heiligen Geist befragen, ob das die Wahrheit ist. Dann Lebensformen wie Sasquatch und Nilbuyana, Askers von Farn, Engishafen, Apokryphen, Teletubbies, Wasserrutschen, Hoshis, Tangerine, Perus, Bleschig, Gatoretten, Tandaratime, hat das ja Markus Steffen entlassen, die Tandaratime, entrückt meine ich, entrücken lassen, die Tandaratime, die andere nicht. Außer die Anunnaki, die hat Herr Ashadonai persönlich entrücken lassen, also entrückt. Und, meine ich, entrückt hat er sie. Und noch viele andere Lebensformen könnt ihr auch auf dem Kanal beobachten, dass Videos gibt, wo drauf steht, dass bestimmte Lebensformen ins Himmelreich emporgehoben worden sind. Es gibt 445 Lebensformen im Kosmos und davon sind eine die Melmakaner. Und die Melmakaner sind wie von dem, wie die TV-Serie Alf, wie der Hauptdarsteller Alf. Also haben also dieselbe Gestalt. Aber nur einer von ihnen, von den Melmakanern, ist wie hat die Charaktereigenschaften von dem Schauspieler, der in der Serie gezeigt wird, der den Alf spielt, also den Charakter von Alf. Warum ich euch das erzähle, weil es einfach schön ist zu wissen, dass es so eine Lebensform gibt und oder solche Lebensformen gibt, wie die ganzen, die ich aufgezählt habe und noch mehrere. Wie Ravensburger, wie Gatorietten, wie Ganja, wie Tipultarus, wie Trinitat, wie Questletov, wie Ferpreziner, wie Baumgartner und viele andere mehr, viele Lebensformen. Wie ich darauf gekommen bin, dass es Lebensformen gibt, ich habe Gott, den himmlischen Vater, einfach gefragt, wie die Namen sind von denen. Und habe sie dann emporrücken lassen, durch den Sohn Gottes, Ashadonai, entweder, oder durch die heiligen Engel, die Seraphim und Cherubim. Damals noch, wo ich sie noch nicht senden konnte, habe ich mir von Gott, dem himmlischen Vater, erbeten, dass die heiligen Engel, Seraphim und Cherubim, sie entrücken ins Himmelreich, wenn sie wollen, wenn sie wollten. Sie haben die Möglichkeit gehabt, Ja oder Nein zu sagen. Und so ist es auch gekommen. So wünsche ich dir, lieber Zuschauer, dass du auf meinem Kanal mir treu bleibst, dass du den Kanal abonnierst, wenn du neu zugeschaltet hast und dass du dich erquickst an wunderschönsten Videos. Vor allem die Parfait-Präsentationsvideos gebe ich mir sehr viel Mühe. Also sehr viel Mühe. Ich habe zurzeit das Programm laufen, dass ich von Fragantica vortrage, was für Hauptduftakkorde ein Parfum hat, was für Ingredienzen ein Parfum hat, von Gott, dem himmlischen Vater, gegebene Ingredienzen, was für eine Duftfamilie es ist, wann es begonnen wurde zu verkaufen, also wann es losgestartet ist zum Verkaufen werden. Und wer die Nase hinter dem Parfum ist, welcher Parfümeur. Nicht immer wird alles gesagt, aber manchmal wird alles gesagt. Und noch vieles mehr. Also danke. Das war's. Aber das war's. Das könnt ihr auf meinem Kanal alles entdecken. Und
und bleibt cool drauf und riecht exzellent, mein Wille für euch. Und stylt euch ein bisschen. Ich habe ein bisschen einen Modetick. Das ist mein eigenes Streben nach schönen Dingen. Meine Ehefrau und ich denken da genau gleich. Wir lieben schöne Dinge. Wir umgeben uns gerne mit schönen Dingen. Und das können wir auch jetzt. Da fällt mir noch was ein, was ich sagen wollte. Wer es noch nicht weiß, ich habe bei Gott, dem himmlischen Vater, unendliche Bankkonten erbeten. Und es steht nicht angeschrieben auf euren Bankkonten. Aber wenn ihr vertraut, könnt ihr jemandem ein Geldgeschenk machen von der Höhe von 20 Billionen Euro. Und dann wird auf eurem Bankkonto auch das erscheinen, was ihr an Geldgeschenk gegeben habt. Und das habe ich erbeten für euch, dass ihr unendliche Bankkonten habt. So. Und alle meine anderen Gebetserhörungen könnt ihr erforschen auf diesem Kanal. Also tschüss, Papa. Ich liebe euch.